Hi Leute, was geht? Ich bin Mirko, das ist Prehistoric Zone und wir schauen uns heute das Young Schwannosaurus Modell von PNSO an. Also, los geht's! Ja, wir packen heute Dapeng de Young Schwannosaurus Magnus aus, beziehungsweise reviewen den. Ich bin echt gespannt, wie das Teil aussieht, da das hier jetzt auch wieder ein Dinosaurier ist, von dem ich selbst eigentlich nur am Rande mal was mitbekommen habe. Aber generell bringt ja PNSO viele Modelle raus, die man so eigentlich gar nicht kennt, also die aus dem Mainstream hervorstechen. Wie zum Beispiel ganz normal T-Rex, Triceratops, Brachiosaurus, was man halt immer so hört. Aber erstmal schauen wir uns jetzt wie immer die Box nochmal an. Seite, der Kopf, hinten. Genau dasselbe. Unten die Warnzeichen und die Social-Media-Kanäle. Und das war's auch schon. Mit dabei ist auch wieder das kleine Booklet mit den jeweiligen Infos zu dem Dinosaurier. Und auch schöne Illustrationen, wie man diesen zeichnen kann. Sehr, sehr schön für Kinder. Ist aber halt keine Spielfigur. Das darf man nicht vergessen. Das Booklet kommt auch in Englisch. Die Infos werde ich euch dann nochmal übersetzen. Beziehungsweise zumindest, was für ein Saurier das ist mit den kleinen Merkmalen und werde sie euch beim 360-Grad-Video dann zum Schluss nochmal vorlesen. Dann haben wir hier auch wieder ein schönes Bild, das illustriert wurde und man sich eben auch in den Bilderrahmen hängen kann. Und das war es dann auch schon mit dem Zubehör. Bei den zweibeinigen Figuren werden immer die Acrylglas-Ständer mitgeliefert. Ich könnte da jedes Mal am Rad drehen, wenn ich die in der Hand habe, weil die sind echt nicht schön. Und ich finde halt, bei einem Preis von fast 50 Euro hat sowas nichts bei einer Figur verloren. Ich finde es ein bisschen schade, dass das halt das PNSO nicht so wirklich hinkriegt mit den Beinen. Aber wir gucken mal, ob er stehen bleibt. Ich bin gespannt. Ja, hier haben wir das schöne kleine Modell. Also von der Größe her geht's eigentlich. Ich bin kleinere Figuren gewohnt. Er kann auch stehen. Also ich muss auch zugeben, der Untergrund hier ist jetzt nicht extrem eben. Also ich habe hier kleine Wellen im Boden drin. Also da steht das Modell doch hier schon ganz ordentlich. Und somit können wir hier auf das Display bzw. den Acrylglasständer verzichten. Das ist doch schon mal positiv. Das Modell hat eine Länge von, dadurch, dass er jetzt so gewellt ist, würde ich sagen 30 cm und eine Höhe von knapp 11 an der höchsten Stelle. Dann schauen wir uns das Modell doch mal näher an. Hiermit beginnen wir wieder beim Kopf. Wie man sehen kann, ist es wieder eine Lippenversion, also die Zähne sieht man nicht. Er hat ein verstellbares Maul, also man kann es öffnen und schließen. Sieht auch wieder sehr schön aus. Es ist ein bisschen schade, dass es nicht komplett schließt, aber ist eine Kleinigkeit, da ich persönlich auch die Saurier meistens mit einem offenen Maul stehen habe. Weil das einfach ein bisschen cooler aussieht, finde ich. Hier können wir uns auch gleich mal die Zähne anschauen. Diese sind wieder sehr schön fein, auch schön unterschiedlich gestaltet. Über die Bemalung kann ich auch absolut nichts Negatives sagen. Im Mund selbst sind es auch verschiedene Rottöne, also das sieht wirklich sehr lebendig aus. Auch der Glanz ist nicht zu viel Glanz, also sieht sehr natürlich aus. Auch hier die Haut am Mundwinkel sieht sehr schön aus. Und ist auch sehr detailreich. Dann sehen wir oberhalb des Mundes bzw. des Mauls eine sehr schöne Schuppenstruktur, wie eigentlich bei fast allen PNSO-Modellen. Hier mit unterschiedlichen Schuppen, eine sehr ausgeprägte Nase. Das alles ist grau gehalten. Man hat hier dann einen helleren Ton, einen kleinen schwarzen Streifen, der vom wirklich schön gestalteten Auge abgeht. Also das ist echt der Hammer. Also hier haben die das sehr realistisch hinbekommen. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Er guckt, glaube ich, auch nach vorne. Also das haben sie auch hinbekommen. Es ist ja manchmal immer das Problem, dass die Dinger dann schielen. Aber man kann sagen, er guckt nach vorne. Auf seine Beute. Oder wo auch immer hin. Dann haben wir hier den Nasenhöcker bzw. diesen Höcker, der hier auf dem Schädel sitzt. Bindet sich sogar hier mit den Wucherungen ein. Das sieht wirklich toll aus. Also auch hier die Musterung. Also es ist echt der Hammer, ne? Gehörgänge erkenne ich jetzt keine. Könnte sein, dass die hier sind. Die hatten wir bei dem anderen Modell aber nochmal kräftiger gesehen. Unterhalb des Kiefers erkennt man halt die Nähte hier, wo das Ganze zusammengesetzt ist. Ist aber nicht weiter schlimm.
Es lässt sich auch ordentlich schließen, bleibt auch da, wo es bleiben soll, weil öfter mal haben die Figuren, beziehungsweise jetzt nicht bei PNSO, also da finde ich das immer super, aber manch andere Hersteller haben halt das Problem, dass das dann langsam abfällt oder sich gar nicht komplett schließen lässt. Also hier klar, hier ist es jetzt aber konstruktionsbedingt, aber es bleibt zu, das Maul. Ne? Unterhalb hat man dann hier ein paar Adern, das sieht auch sehr schön aus. Hier sieht man auch deutlich die Wangenknochen. Auch das schöne Schattenspiel. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen anders aus, farblich, wie man erkennen kann. Also, wobei, der Streifen ist ein bisschen dünner, der hier das Auge mit dem Maul verbindet. Ist aber auch in Ordnung, also es muss nicht immer alles symmetrisch sein, finde ich. Auch hier wieder das Nasenloch sehr schön groß ausgeprägt. Die Schuppenstruktur hier ums Maul herum und um die Augen herum sehr schön. Also, es ist echt. Das sieht Wahnsinn aus. Hier ist es wieder etwas dunkler. Unterhalb des Maules wieder ein bisschen hellerer Beige-Ton. Hier oben ab fängt dann ein Orangeton an, der hier so sich lang zieht und dann eben in diesen beige-gelben Ton übergeht. Sieht sehr schön aus. Auch hier die ganzen Hautfalten sehen passend zum Modell, da es nach links guckt. Top gestaltet aus, kann man sich nicht beklagen. Hier gehen wir dann mal runter zu den Armen. Diese sind sehr kräftig, wie man sehen kann, gehen dann auch wieder in dunkleren Tönen über. Also die Arme, die sehen echt bullig aus, ne? Also schon so wie, sag ich mal, Echsen. Man hat hier einfach diese gleichmäßige Form, die einfach direkt in die Finger übergeht, ohne dass die irgendwie nochmal breiter wird, die Hand. Also sieht schon sehr interessant aus. Sind auch unterschiedlich lang, die Krallen, auch sehr lang und spitz. Auf der anderen Seite sieht das Ganze genauso aus, da ist die Pose etwas anders da. Hier hat man auch wieder die Hautfalten durch das Hochschieben, hier ebenso. Wenn man dann hier den Bauch entlang geht, hier hat man nochmal eine kleine Ader, auch schöne Hautfalten hier, die dann eben ins Becken übergehen, auf dem Bein selbst. Ist das auch eine sehr schöne Farbmusterung mit den ganzen Grautönen, die ineinander verlaufen. Das Bein zuckt runter. Hier haben wir eine sehr kurze, dicke Wade und das Bein an sich wird dann dünner bis zum Fuß unten. Der Fuß ist auch sehr schön gestaltet, kann man nicht sagen. Die Details sind auch sehr unterschiedlich. Gerade hier am Übergang finde ich das echt schön gestaltet. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Wir haben auch hier die kleinere Kralle, die nach hinten absteht. Auch von vorne kann man nichts Negatives über die Füße sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Hier auf der Seite haben wir genau dasselbe Spiel mit dem Bein, den Verlauf dieser drei Streifen hier auf bis zum Knie. Hier auch sehr schöne Hautdetails. Hier haben wir auch wieder den Intimbereich, der da eingearbeitet wurde. Hier nochmal eine dickere Hautfalte. Am Schwanz selbst wird es dann immer glatter. Die Farbmusterung zieht sich aber auch sehr schön bis zum Schwanzspitze. Die Rückenstacheln, die sind sehr unterschiedlich, wie man sehen kann, werden zum Rücken hin etwas größer und kräftiger. Hier, das ist auch sehr toll hier, dass hier zwischendrin mal so kleinere kommen. Und das zieht sich dann hier bis zum Kopf hoch mit den kleineren Rückenstacheln. Auch auf dem Körper selber haben wir ganz viel kleinere Auswucherungen, Osteoderme, wie auch immer. Wenn man das Teil dann ein bisschen rüber neigt, hat man hier auch nochmal schön Muskeln im Schattenspiel. Also sieht schon sehr toll aus, das Teil. Kann man nicht anders da sagen. Auch die Musterung, das gefällt mir, dieses kleine C-Symbol. Ja, mehr haben wir zu dem Modell dann auch nicht zu sagen. Es ist ein sehr schönes Modell, es gefällt mir sehr gut und ich kann es auch absolut nur empfehlen. Wir vergleichen das Modell jetzt mal mit ein paar anderen Figuren, wie immer. Also, bleibt dran! Ja, das Modell ist in meinen Augen wirklich sehr schön gelungen. Also, ihr könnt hier mit dem Kauf nichts falsch machen. Es ist wirklich ein sehr schönes Modell, das ihr euch schön hinstellen könnt. Damit könnt ihr auch wunderschöne Outdoor-Fotografie machen.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Modell haltet. Ich lasse euch das Teil jetzt nochmal 360 Grad drehen, lese noch ein bisschen was dazu vor und bin raus. Also macht's gut. Ciao. Der Name Yangchuanosaurus leitet sich von der Region Yangchuan in der Nähe des Fundortes ab. Die Fossilien wurden 1970 in der Nähe der Stadt Zigong in der Provinz Sichuan, China, erstmals entdeckt. Anschließend wurde die Gattung erst 1977 wissenschaftlich beschrieben. Er gehört zur Gattung der Theropoden-Dinosaurier und lebte während der späten Jurazeit vor etwa 160 Millionen Jahren. Yangchuanosaurus war ein mittelgroßer theropoder Dinosaurier. Die geschätzte Länge variiert, aber es wird angenommen, dass er etwa 7 bis 10 Meter lang war und zwischen 1 und 3 Tonnen wog. Yangchuanosaurus lebte in einem vielfältigen Ökosystem, das von anderen Dinosauriern wie zum Beispiel Sauropoden, Ornithopoden und anderen Theropoden-Raubtieren bevölkert war. Als Fleischfresser ernährte sich Yangchuanosaurus wahrscheinlich von anderen Dinosauriern. Es wird angenommen, dass er ein aktiver Jäger war, der seine Beute mit scharfen Zähnen und Klauen erlegte. Er hatte einen massiven Schädel mit kräftigen Kiefern, somit waren sie perfekt auf das Zerreißen von Fleisch ausgelegt.